kleine Mädchen wird wie jeder Morgen geweckt. Liebevoll von Mama und sie hebt sie aus dem Bett. Das Frühstück ist schon fertig, so wie immer. Nach der Schule, Kleines, machen wir dein Zimmer. Sie kriegt neue Möbel, darauf freut sie sich schon sehr. Mit einem Lachen im Gesicht und Freude im Herz bringt sie Mama bis zur Ecke und gibt dir dann einen Kuss. Die kleine Marie steckt so freundlich in den Bus. Mama winkt, Marie winkt zurück. Doch an diesem Tag verlässt das kleine Mädchen dann das Glück. In der letzten Reihe sind zwei Jungs, die keinen Bock haben, nur Scheiße im Kopf haben und irgendwas vom Block sagen. Marie zählt die Station, es sind nur 6. Dann noch 100 Meter laufen, dann nochmal nach rechts. Und die Schule ist in Sicht. Sie geht durch die Gasse, dann kriegt sie Hände vors Gesicht. Die kleine Marie wird bis heute vermisst. Mama ist am Beten, doch die Zeit, sie tickt, keiner weiß, wo sie ist. Ratlosigkeit, alles was noch bleibt, sind die Bilder der Vergangenheit. Die kleine Marie wird bis heute vermisst. Mama ist am Beten, doch die Zeit, sie tickt, keiner weiß, wo sie ist. Ratlosigkeit, alles was noch bleibt, sind die Bilder der Vergangenheit. Die Jungs packen sie und schleppen sie dann in den Wald. Vor lauter Angst fängt sie an zu schreien. Die Jungs schlagen auf sie ein, brüllen sie an, hör doch endlich auf zu weinen. Einer hält sie fest, während der zweite sie vergewaltigt, sie spürt es zwischen ihre Beine. Sie ist erst 8 und sie hat sich so gefreut. Nur noch eine Woche und dann wird sie 9. Einer der Jungs holt sein Handy raus und filmt und sagt, wir wollen doch nur spielen. Sie sind völlig auf Drogen. Und die kleine Marie spürt unter sich den Boden. Nachdem sie fertig sind, schmeißen sie die Kleine in einen See und sehen sie langsam untergehen. Doch sie flüchten, lassen sie dort. Die Polizei sucht im ganzen Ort. Die kleine Marie wird bis heute vermisst. Mama ist am Beten, doch die Zeit, sie tickt, keiner weiß, wo sie ist. Ratlosigkeit, alles was noch bleibt, sind die Bilder der Vergangenheit. Die kleine Marie wird bis heute vermisst. Mama ist am Beten, doch die Zeit, sie tickt, keiner weiß, wo sie ist. Ratlosigkeit, alles was noch bleibt, sind die Bilder der Vergangenheit. Bis heute fehlt jede Spur von Marie. Mama fällt jetzt wieder auf die Knie. Sie fragt sich wie, wieso ihre Tochter. Am helligen Tag wurde sie zum Opfer. Mama greift nach dem Wodka, der lässt sie vergessen. Sie ist vom Schlechten besessen und sie wünscht sich so sehr ein Happy End, was diese Geschichte leider nicht kennt. Die kleine Marie wird bis heute vermisst. Mama ist am Beten, doch die Zeit, sie tickt, keiner weiß, wo sie ist. Ratlosigkeit, alles was noch bleibt, sind die Bilder der Vergangenheit. Die kleine Marie wird bis heute vermisst. Mama ist am Beten, doch die Zeit, sie tickt, keiner weiß, wo sie ist. Ratlosigkeit, alles was noch bleibt, sind die Bilder der Vergangenheit.